1 Live. Schröders Netzwerk. Florian Schröder schreibt: Italien hat gewählt und Berlusconi hat alle Chancen, wieder mitzuregieren. Ich finde, das ist ein Grund, nie wieder nach Italien in den Urlaub zu fahren. Silvio Berlusconi schreibt: Ich koaliere dieses Mal mit allen. Unter 20. Prozent? Nein, Jahren. Oh Gott. Ich meine, auffällig ist ja, alles, was die Anfangsbuchstaben B-E-R hat, bringt irgendwie Unglück. Klaus Wowereit schreibt: Den Gag verstehe ich jetzt nicht. Egal, erkläre ich dir später. Mit Berlusconi und Beppe Grillo haben zwei Clowns in Italien gewonnen. Das müssten wir in Deutschland erstmal hinkriegen. Angela Merkel schreibt: Willst du eine Partei gründen, Schröder? Nee, geht ja nicht. Wieso denn nicht? Ich bin nicht vorbestraft. Mario Barth gefällt das nicht. Warte mal. Das mach ich mit der Partei. Die Männer sind parteilos, Frauen aber auch Partei. Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Italiens Staatschef Napolitano muss ja jetzt wahrscheinlich entscheiden, wie es weitergeht. Napolitano? Kenn ich. Das ist doch der Erfinder von der Waffel, oder? Nein, die heißt Neapolitana. Oder so. Pass auf, ist passiert. Die Männer sind parteiisch, glauben die Frauen Partei. Ja, ist ja gut. Ich hatte so gehofft, dass Berlusconi politisch endlich so tot ist wie sein Gesicht. Naja, dauert noch. Italien hatte in den letzten fast 60 Jahren immerhin 62 Regierungen. Lächerlich! Ich hatte doppelt so viele Frauen in einer Nacht! Schröders Netzwerk. Nur in 1 Live.